Als nächstes sind wir für euch in Hölsten und hier erwartet euch ein riesen mega Fest. Bei mir ist der Martin. Martin, erzähl mal, ihr seid der Gucke, wer sind ihr und was planen? Ich habe schon jetzt grossartig gesagt, ein riesen Fest. Ja, wir sind Gassensprenger von Waldenburg und wir tun eigentlich jedes Jahr für Voralpenpower. Das ist eine Musik, bekannt auch aus Radio und TV. Da haben wir ein Fest organisieren, in Benwil, auf dem Hof Dillete. Und das ist das Jahr am 28. Mai 2016. Ja. Und dort wird dann eigentlich vom 6. Jahr kann man sich kulinarisch verwöhnen in der Küche. Und ab 8. spielt dann die Musik auf zum Tanz. Und dort haben wir meistens, also es ist ein Fest von jung bis alt, wo alle dann kommen können. Und ja, dieses Jahr ist das 5-jährige Jubiläum. Da haben wir etwas Spezielles. Dann kommt dann der Peach Weber als Stargast. Und ich denke, der wird mit dem einen oder anderen Gag sicher für eine Bombenstimmung sorgen. Ja. Los, jetzt habe ich gerade etwas zu diesen 5 Jahren. Jetzt sagst du noch mal, wie die Gucke genau heisst. Gassensprenger aus Waldenburg. Und die Gassensprenger sind ja wirklich die, die eigentlich in Waldenburg auch einen grossen Teil von dieser Fasnacht immer noch beleben, oder? Jetzt, wie war die Geschichte in diesen 5 Jahren? Wer hat da, wer ist die treibende Feder gewesen? Für die Fasnacht selber, oder? Nein, von euch, von der Gucke. Ja, also natürlich der ganze Vorstand und alle, die das Ganze immer antreiben, oder? Und jetzt fürs Fest selber, also wir sind eigentlich so aufgestellt, dass wir 2 Feste haben im Jahr. Das eine ist das im Sommer, das hat dann eigentlich wenig mit Guckenmusik zu tun. Das kommt dann eher im Winter und so die Woche vor der Fasnacht haben wir dann nochmal ein Fest in Waldenburg in der Turnhalle. Und ja, und da haben wir verschiedene OKs, die dann die jeweiligen Feste ja, gestalten, organisieren, genau. Ja. Jetzt noch mal etwas zum Alpenpower-Fest selber. Du hast gesagt, wenn es anfängt, wie kommt man denn jetzt am besten dahinter? Ich nehme an, es gibt ja auch etwas zu trinken dort. Müsste man sich da schon ein bisschen verkehrstechnisch vorausplanen? Genau, das ist richtig. Also, man kann eigentlich öffentlich anreisen mit dem Zug und dann mit der Waldenburgbahn. Die schöne. Genau, ab der Station Niederdorf haben wir dann einen Shuttlebus, der direkt ans Festgelände fährt. Und im Anschluss dann so lange Züge fahren, gehen die Leute wieder heim, also auf die Station. Und alle, die im Umkreis von 10 km wohnen, werden dann eigentlich direkt vor die Haustüre gefahren, wenn die Züge nicht mehr fahren. Und das natürlich kostenlos, ja. Hammer Sache, also ihr seht, da wird gesorgt von euch, nicht nur mit super Musik, mit guter Stimmung in dieser Halle. Ich denke, Peach Weber ist immer wieder eine glatte Sache. Und vor allem der Alpenpower, der zum Tanzen anregt. Hier in Hölsten, gebt Gas. Danke vielmals.